So, eben hatte ich gerade ein Video gemacht zu Klimapopulismus von Grünen und SPD in Chemnitz. Jetzt geht es mir um Populismus in Dresden. Ich hatte das Thema zwar schon auf dem Schirm, aber gestern kam eine Nachricht raus auf den Dresdner neuesten Nachrichten. Ich habe ein Online-Abo, das heißt, ich kann die Artikel hinter der Bezahlschranke alle lesen. Und ich muss sagen, bei aller Kritik, die ich an der DNN regelmäßig habe, es gibt mir einen Mehrwert und das für, ich glaube, 10 Euro im Monat. Und ich brauche dafür kein Papier, ich brauche nur Serverleistung. Also, worum geht's? Die Stadt Dresden zahlt seit knapp 20 Jahren eine Umzugsbeihilfe für Studenten in Dresden aus. Anlass war seinerzeit, dass die Bevölkerungszahl in Dresden zurückging oder sich zumindest nicht steigerte und die Stadt Dresden wie alle anderen Gemeinden in Deutschland kriegt sogenannte Schlüsselzuweisungen. Das heißt, anhand der Finanzstärke einer Kommune und anhand der Bevölkerungszahl kriegt die Stadt Dresden und wie gesagt jede andere Kommune in Deutschland auch Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Sachsen bzw. von dem jeweiligen Bundesland. Das Bundesland wiederum kriegt ziemlich sicher Geld vom Bund wieder runtergereicht. Das heißt, über unsere Steuern zahlen wir erstmal Geld nach oben. Und dann wird es wieder nach unten verteilt. Und ich habe mal eine Pressemitteilung rausgesucht aus dem Jahr 2002, also 18 Jahre her. Und hier steht als Information: Die Umzugsbeihilfe für Studenten erreicht in diesem Jahr erstmals den beabsichtigten Effekt. Die Schlüsselzuweisungen der Stadt Dresden erhöhen sich um rund 1 Million Euro. Basis für diese Zuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2000. Diese erhöhte sich im Vergleich zu 99 um 1.139 Bewohner. Die Schlüsselzuweisung ist 2002 mit 819,26 € pro Einwohner festgesetzt. Das ist weniger als 2001, wo sie bei 1.610 Mark, entspricht 823,18 € pro Einwohner lag. Ich hatte seinerzeit mal eine Presseanfrage gestellt und wollte wissen, wie denn die Schlüsselzuweisungen pro Jahr in den letzten Jahren gewesen seien. Das liegt jetzt auch schon 5 Jahre zurück. Damals lag die Zahl pro Einwohner und Jahr bei ungefähr 1000 Euro. Ist also nach oben gegangen. Das heißt, jeder Einwohner war zu diesem Zeitpunkt statistisch gesehen wohlgemerkt 1000 Euro wert. Und aus diesem Grund hat also die Stadt Dresden seinerzeit diese Umzugsbeihilfe gewährt. Sie fing an mit 500 Mark, er wurde dann umgewechselt in 250 Euro, was fast das gleiche ist, und liegt im Moment bei 150 Euro. So, ich gehe zurück zum Artikel. Die Stadtverwaltung soll in diesem Jahr die Umzugsbeihilfe an Studenten auszahlen und die Zuwendung erst ab 2021 streichen. Das hat der Finanzausschuss, in Klammern in nicht öffentlicher Sitzung, mit großer Mehrheit, und da fängt schon an, am Montagabend beschlossen. Diese Sitzung war, wie gesagt, nicht öffentlich, weil sie nicht beschließend, sondern nur beratend war. Das heißt, dort war kein Journalist anwesend, also musste es jemand dem Herrn, Moment, Thomas Baumann Hartwig gesteckt haben. Wer das war, weiß ich nicht, aber er sagt ja auch nicht das Abstimmergebnis, sondern er sagt nur mit großer Mehrheit. Der Finanzausschuss ist in dieser Sache, wie gesagt, nur beratend tätig und beschließen tut's der Stadtrat. Das schreibt der Autor hier, der Journalist, der Qualitätsjournalist auch in seinen Artikel rein. Und zwar am 5. März, das ist heute in einer Woche. Finanzbürgermeister Peter Lames, SPD, will die Richtlinie über die Zahlung der Umzugsbeihilfe vom Stadtrat aufheben lassen. Bisher hat das Gremium aber dazu noch keinen Beschluss gefasst. Dennoch hat die Stadtverwaltung das Studentenwerk angewiesen, keine Anträge auf Zahlung der Beihilfe mehr anzunehmen. Das war auf Kritik gestoßen. Lames wolle vollendete Tatsachen schaffen, hieß es von Seiten des Studentenrats und einiger Stadträte. Und da sind wir wieder bei Populismus. So, Finanzausschuss. Hier ist jetzt nochmal erklärt. Inzwischen ist die Zahl von 2000 Studenten auf 4.100 Studenten hochgegangen, die Anspruch auf diese Umzugsbeihilfe haben. Es waren zwischenzeitlich sogar mal mehr als 5.000 Studenten.
So, die Stadt erhielt höhere Schlüsselzuweisung vom Freistaat. Inzwischen wurde die Bemessungsgrundlage geändert, sodass es keinen Vorteil mehr für die Stadt gibt und Studenten, die sich nicht in Dresden mit Hauptwohnsitz anmelden, müssen Zweitwohnungssteuer bezahlen. So, Tatsachen, die für ein Auslaufen der Umzugsbeihilfe sprechen, aber nicht schon in diesem Jahr, so der Finanzausschuss mit großer Mehrheit. Die Richtlinie sei noch in Kraft, Antragsteller müssten das Geld ausgezahlt bekommen. So, jetzt gehen wir mal in die eigentliche Vorlage. Die steht mit 6. Februar 2019 drin. Ich denke, dass das ein Tippfehler ist. Im eigentlichen Dokument ist der 6. November oder Dezember sogar. November ist es, glaube ich. Verzeichnet. Hier gibt es die Vorlage mit allen Anlagen. Hier gibt es die Vorlagen ohne alle Anlagen. Das hier ist ein alter Beschluss von 2003. Der wird immer beigefügt. Wichtige Sache. Hier ist noch ein alter Beschluss. Hier ist eine Beschlussempfehlung vom Finanzausschuss. Die war gestern noch nicht da. Die ist also ganz aktuell. Und hier ist noch eine vom Finanzausschuss. Es wird aber, wie gesagt, nicht drinstehen, wie groß die Mehrheit war. Das wird nicht festgehalten. Das wird in der Niederschrift festgehalten, aber die Niederschrift ist auch nicht öffentlich, weil die Sitzung nicht öffentlich war. Das heißt, die Öffentlichkeit erfährt in der Regel nicht, wie das Abstimmungsergebnis in dem jeweiligen Ausschuss war. Gucken wir uns gleich an. Es gibt einen Änderungsantrag von dem Herrn Aschenbach, ein fraktionsloser Stadtrat von Die Partei, Die Partei. Ein Änderungsantrag oder Ersetzungsantrag von Die Linke, ein Änderungs- oder Ersetzungsantrag vom ebenfalls fraktionslosen Stadtrat der Piraten Martin Schulte-Wissermann und die SPD hat auch einen Änderungsantrag oder, ja, hier steht es, Ersetzungsanträge. Drei Ersetzungsanträge und ein Änderungsantrag. Das kommt selten vor bei Vorlagen der Verwaltung, dass es so viele Änderungs- bzw. Ersetzungsanträge gibt. Und jetzt muss ich doch mal glatt gucken. Ich habe mir davon Bilder gemacht. Bilder. So, kurze Geduld bitte. Da haben wir es doch. Das wollte ich nicht. Das auch nicht. Schlecht. Wir gucken uns den Ersetzungsantrag vom Herrn Aschenbach als erstes an. Man sieht hier oben schön, er hat sich Mühe gegeben. Hier oben steht normalerweise der Oberbürgermeister und er hat es mit einem Grafikprogramm geändert in Die Partei Dresden. Sehr witzige Sache. Was fordert der Herr Aschenbach als Änderungsantrag? Der Stadtrat hebt die bisherige Richtlinie auf in Höhe von 150 Euro und in Zukunft sollen die Studenten 301 Euro bekommen. Die Finanzierung erfolgt aus Steuermehreinnahmen und die Begründung ist, ich habe Nutznießer, also ehemalige und zukünftige Studenten dieser Beihilfe gefragt und sie alle wünschen, dass auch kommende Generationen davon profitieren. Steigende Bier- und Mietpreise machen die Erhöhung erforderlich, in Klammern Inflationsausgleich und als noch kleiner Witz, das Finanzierungsmodell erläutert die AfD. Sehr witzig, Herr Aschenbach. Der Herr Schulte-Wissermann, Änderungsantrag, Ersetzungsantrag. Er will also erstmal Zeit schinden, in die Ausschüsse für Finanzen und Bildung zurücküberweisen, zu prüfen, inwiefern folgende Anregungen für eine Umwidmung der finanzielle Hilfen für Studierende in eine Novelle der Förderrichtlinie einfließen können. A. Ausbau von Fahrradverleihsystemen in Kooperation mit dem Mobi.projekt der DVB, Schaffung eines Kulturtickets, einen besonders vergünstigten oder gar kostenlosen Besuch für Studierende in städtische Kultureinrichtungen ermöglicht, Lobung eines Wettbewerbs für studentische Initiativen zur Verbesserung des studentischen Lebens in Dresden, bliblablub, Begründung, Umzugsbeihilfe. Und jetzt hat er schön gerechnet, wie man den Zahlen in der Vorlage entnehmen kann, sind seit 2011 die Erstsemesterzahlen um 20% zurückgegangen. Beantragungsquote, bliblablub. Beide Entwicklungen sprechen stark dafür, dass Pull-Faktoren, also Sachen, die ziehen, die Studenten nach Dresden locken, für die Anwerbung neuer Studierender weiterhin notwendig sind.
Die Landeshauptstadt Dresden bekennt sich dazu, ein attraktiver und innovativer Studierendenort zu sein. Die bisherige finanzielle Hilfe ist daher umzuwidmen und nicht ersatzlos zu streichen. Die Beratungen hierzu müssen zusammen mit den betroffenen Studierendenvertretungen erfolgen. Da muss ich jetzt mal gleich meinen Kommentar loswerden. Wie merkbefreit kann man eigentlich sein, wenn eine Stadt eine Umzugsbeihilfe gewährt, damit sich Menschen mit Hauptwohnung hier anmelden, damit die Stadt Schlüsselzuweisung bekommt? Es ging nie darum, Studenten nach Dresden zu locken, sondern sie dazu zu bringen, sich mit Hauptwohnung in Dresden anzumelden. Und der Herr Schulte-Wissermann verdreht es ins komplette Gegenteil, als wäre diese Hilfe jemals gezahlt worden, damit Studierende überhaupt nach Dresden kommen. Also der Herr Schulte-Wissermann hat einen Knick in seinen Gehirnwindungen, was das angeht. Und nicht nur, was das angeht. So, Ersetzungsantrag SPD. Hebt auf. Oberbürgermeister wird beauftragt, unter Nutzung eines Teils der bisher für die Umzugsbeihilfe vorsehenden Mittel, laut der Vorlage 782.000 jährlich, einen Wettbewerb auszuloben für studentische Initiativen zur Verbesserung des studentischen Lebens in Dresden. Eine Jury aus VertreterInnen der Stadt, des Stadtrates und der Studierendenvertretung der Dresdner Hochschulen soll darüber befinden, welche Projekte gefördert werden. Im Doppelhaushalt sollen entsprechende Mittel eingeplant werden. Begründung erfolgt mündlich. Und last but not least haben wir noch den von der Linken, auch ein Ersetzungsantrag. Die wollen also auch zum 1. Januar 2021 das Ding erst aufheben. Unter Nutzung eines Teils des Ertrages, das ist doch kein Ertrag, einen Vorschlag für eine substanzielle und nachhaltige Beteiligung an der Kulturförderung des Studentenwerkes Dresden zu erarbeiten und zum Beschluss vorzulegen. Begründung. Die Vorlage erläutert umfassend die finanzpolitische Sicht auf die bisherige Umzugsbeihilfe. Sie lässt aber außer Acht, dass die direkte und indirekte Unterstützung von Studierenden weiterhin notwendig ist. Warum das notwendig ist, steht dann natürlich nicht. Aus diesem Blickwinkel stellt die Vorlage den Vorschlag dar, die Unterstützung Studierender um die genannte Summe von 782.000 Euro zu reduzieren. Bliblablub. Wird der Oberbürgermeister mit der Erarbeitung eines tragfähigen Vorschlags beauftragt. Also die Stadtverwaltung hat meiner Meinung nach gut gearbeitet, hat eine Vorlage erstellt, ich mache sie mal auf. Hier oben sieht man übrigens das Datum 6. November, Plandatum, Dienstberatung des Oberbürgermeisters, nicht öffentlich, weil beratend. Ältestenrat, 11.11., nicht öffentlich, beratend. Ausschuss für Finanzen, erste Lesung, federführend, nicht öffentlich. Ausschuss für Finanzen, 20.01. nicht öffentlich, beratend. Dann war es im Januar schon mal im Stadtrat. Dort hat man es, soviel ich weiß, wieder an den Finanzausschuss genau zurücküberwiesen. Dort gab es dann also noch mindestens eine, wenn nicht zwei Sitzungen. Ich gucke nach. Beratungen. Am 24.02., das war vor 3 Tagen, war es im Ausschuss für Finanzen, darüber hat der Zeitungsartikel berichtet und jetzt kommt es in einer Woche in den Stadtrat. So, zurück zur Vorlage. Also, diverse Male in Ausschüssen gewesen, ganz einfacher Beschlussvorschlag, ohne Schnörkel. Der Stadtrat hebt die Richtlinie zur Umzugsbeihilfe mit Wirkung des Stadtratsbeschlusses auf. Klipp und klar, die Stadt will Geld sparen. Das ist ihre Aufgabe, die Verwaltung muss aufs Geld gucken und die Geschenke werden von den Politikern verteilt. Und genau das machen sie auch und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Hier steht die Zahl, laufender Ertrag jährlich, ist natürlich kein Ertrag. So, also finanzbuchhalterisch ja, aber es sind Steuergelder. So, die Begründung, ihr seht schon, 3 von 8 Seiten, 3. von 8. Es geht los. Welche Universitäten, Hochschulen, Berufsakademien sind dabei? Es wird wirklich lang und breit über diverse Seiten erzählt. Rund 2.500 mit Hauptwohnsitz gemeldeten Studierenden, rund 605.000 Euro Mehreinnahmen, nicht überhaupt einer Mehreinnahmen im Rahmen des Finanzausgleichs erzielt worden sind. Das war das Ziel für die Umzugsbeihilfe und nicht, dass man Studenten damit unterstützt. Es war nur ein Lockmittel. Es stand nie was anderes zur Debatte. So, 19-jähriger Vollzug,
hat sich in ihrer Anwendung jedoch zwischenzeitlich eine Reihe von verändernden Sachverhalten ergeben, die eine Aufhebung erforderlich machen. So, hier wird nochmal erläutert, wie es abläuft. Zickzack, Zug. Hier steht Umzugsbeihilfe. Unter dem Eindruck einer wie oben bereits beschriebenen wirtschaftlich und empirisch betrachtet schwierigen Situation für die Landeshauptstadt Dresden. Einerseits litt die Stadt unter einer hohen Schuldenlast, in der jährlich rund 77 Millionen Euro, das sind ungefähr 3 bis 7 Schulen pro Jahr, die man damit bauen könnte, für Zins und Tilgung aus dem städtischen Haushalt aufgebracht werden mussten, was rund 12% des damaligen Verwaltungshaushaltes entsprach. Zu Beginn der 2000er Jahre gab es eine Bevölkerungsrezession bzw. Stagnation, habe ich vorhin auch schon erwähnt. Das heißt, damals war die Vorlage sinnvoll und heute ist die Vorlage insoweit sinnvoll, als dass sie das wieder aufheben wollen. Ich gehe mal weiter. Die Stadtverwaltung hat also sich hier viel Mühe gegeben. Was wird hier gemacht? Differenz zum Vorjahr, Zahl der Antragsteller, Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Es wurde also auch grafisch aufbereitet. Wir sind auf Seite 5. Was haben wir hier? Differenz, Anzahl, Verhältnis Studienanfänger zur Zahl der Anträge. Auch gut, kann man sich alles mal genauer angucken, werde ich hier in der Beschreibung des YouTube-Videos verlinken. Zuwendungspraxis, die Stadt Chemnitz möchte festhalten, das heißt, die Stadt Dresden hat sich schlau gemacht, auch in anderen Städten, und hier steht es nochmal explizit unter rechtliche Betrachtung, die Umzugsbeihilfe stellt eine freiwillige Leistung dar. Freiwillig. Und es besteht daher kein Rechtsanspruch auf die Gewährung. Und genau darauf heben sowohl der Herr Aschenbach nicht, aber der Herr Schulte-Wissermann, die SPD und die Linke heben darauf ab, dass es irgendwie jetzt sowas wie ein Recht gäbe, weil es die jetzt schon so lange gibt. Nein, man kriegt diese Umzugsbeihilfe von inzwischen 150 Euro genau einmal. Und man muss unterschreiben, dass man sie nicht bereits schon mal erhalten hat und dass man sie jetzt eben erhalten hat, um Betrug zu minimieren bzw. auszuschließen. So, ich blätter weiter. Darüber hinaus ergeben sich in der Anwendung der EU-Datenschutzgrundverordnung nicht unerhebliche Probleme. Das betrifft vor allem den Umstand, dass hier personenbezogene Daten erfasst und verarbeitet werden. Fazit der Betrachtung. Fertig dann. In der Abwägung von Zielstellung und Nutzen der Richtlinie zur Gewährung muss festgehalten werden, dass mit der Zweitwohnsteuer, das ist der letzte Aspekt, in Kombination des sächsischen Meldegesetzes einerseits und der Umzugsbeihilfe in der Landeshauptstadt Dresden andererseits gegenwärtig zwei melderechtliche und finanzpolitische Instrumente mit der gleichen Zielstellung existieren, in Anbetracht der überschaubaren Wirkung der Umzugsbeihilfe und der rechtlich höheren Sicherheit bei der Erhebung der Zweitwohnungssteuer, welche sich ohnehin aus dem Vollzug des Meldegesetzes ergibt, ist aus Sicht der Verwaltung eine Aufhebung der Richtlinie zur Umzugsbeihilfe umgehend geboten. Umgehend. So, Anlagenverzeichnis, Anlagen keine. Und jetzt hängen hier noch die alten Beschlüsse drunter von 2003. Da steht drin, außer Kraft, da wurde es, glaube ich, wurde der Betrag, glaube ich, geändert. Genau, 250 Euro. Ich glaube, von 500 Mark wurde umgestellt. Und dann war noch eine Anlage dran. Aus 2012, und da wurde die Berufsakademie Sachsen mit aufgenommen. Richtlinie anpassen, sofortige Wirkung. So, 12 Seiten. Wenn sich die Stadträte von Linken, Grünen und SPD das ordentlich durchgelesen hätten und nicht nur überflogen hätten, hätten sie also viele Gründe gefunden, und sie nutzen das Ganze also, um billigen Populismus zu machen, um junge Wähler zu gewinnen, aber sie arbeiten eben nicht im Sinne der Stadt, sondern allein auf eigene Karte. So, was habe ich noch? Letztes Bild, dann mache ich Schluss. Wir sind schon bei 20 Minuten. Die AfD hatte im Oktober, also kurz vor Erstellung der Vorlage, angefragt, wie viele Zweitwohnungen sind in der Landeshauptstadt Dresden derzeit gemeldet. Stichtag 1. Oktober 2019 waren 2573 Wohnungen zur Zweitwohnungssteuer pflichtig. So. Wie viele Zweitwohnungen fallen auf Studenten? Die Frage kann nicht beantwortet werden, weil die Berufe der Steuerpflichtigen im Rahmen des Steuererhebungsverfahrens weder erfragt noch gespeichert werden.
So, wie viele Personen haben neben einer Nebenwohnung in der Landeshauptstadt auch die Hauptwohnung? Die Frage kann auch nicht beantwortet werden. Und last but not least, wie hoch waren die Einnahmen der Landeshauptstadt durch die Zweitwohnungssteuer in den Jahren 2016 bis 2018? Die kassenmäßigen Einnahmen betrugen 785.000 bzw. 983.000 bzw. 1,03 Millionen Euro. Das heißt, diejenigen, die in Dresden nur eine Nebenzweitwohnung haben, müssen Zweitwohnungssteuer bezahlen, weil sie zum Beispiel hier einen Arbeitsplatz haben und ihre Familie woanders wohnt. Es gibt dort Einschränkungen für Ehepartner und so weiter. Das heißt, nicht jeder, der eine Zweitwohnung hat, muss auch Zweitwohnungssteuer bezahlen. In der Summe liegt diese Einnahme für Dresden höher als die Ausgaben für die Umzugsbeihilfe. Dresden hätte also, wenn man die Umzugsbeihilfe abschafft, konkret für 2020 782.000 Euro mehr im Stadtsäckel. Und mit einem neuen Antrag kann jede Fraktion sagen, dass das Geld, das jetzt in den großen Topf zurückfließt, also steht zur freien Verfügung. Kann man durchaus überlegen, ob man was für Studenten macht, aber jetzt gehört zur Rechtssicherheit diese Umzugshilfe abgeschafft, damit die Zweitwohnungssteuer sicher ist und die Lenkungswirkung ist auch entfallen. Und von daher ganz billiger Populismus, sowohl von den beiden fraktionslosen Stadträten, als auch von der Linken, als auch von der SPD. Und wir können in der Sitzung eventuell noch mit weiteren Änderungs- oder Ersetzungsanträgen rechnen. Ganz billiger Populismus, statt die Politik der Stadtverwaltung zu stützen und zu erklären, wird hier einen auf Populismus gemacht. Es widert mich an, liebe Stadträte. Es widert mich richtig an. Und deswegen beende ich jetzt die Aufnahme. Macht's gut, Mädels.